Abend und herzlich willkommen, Herr Hornauer. Sie haben jetzt, wie verabredet und festgelegt, 20 Minuten Zeit, sich zu Ihrer Person, Ihren Ideen und Vorstellungen zu Welsheim und dem Amt des Bürgermeisters vorzustellen. Sie haben das Wort, die Uhr läuft mit dem ersten Wort. Als erstes möchte ich mich bei den Menschen, die letzten Montag hier in der Justinus-Kammerhalle waren, entschuldigen, weil ich jemanden gewürdigt habe, wo ich aber vorher nicht wusste, dass da schon im Vorfeld was geschah, dass es mir heute leid tut, dass ich den Herrn Bernlöhr gelobt habe. Heute ist es für mich kein Bürgermeister, weil er sich dem Herrn Pöschko unterworfen hat und ihm in den Arsch gekrochen ist. Das sollte ein Bürgermeister nicht haben. So wie der Herr Pöschko mich behandelt hat auf seiner Bühne in Püderhausen und hier war unter aller Sau. Und als Bürgermeister hätte er in seiner Gemeinde sich nicht ihm unterwerfen dürfen, sondern er hätte sagen müssen, aber Demokratie und Meinungsfreiheit, Herr Pöschko, haben wir schon noch. Und das hat er nicht getan. Sondern um 14 Uhr war dann schon am Montag ein Foto in der Welzheimer Zeitung, wo ich da keine Stimme von Welzheim spüre aus einer Seite, wieder das klassische Bild der politischen Medienmanipulation und seiner Verführung zu sehen war, dass ich dann in der Zeitung, ich habe das Bild erst später gesehen, das Bild vom grünen Baumsee, wie es der Herr Bernlöhr nötig hatte, mein einziges Wahlplakat in Welzheim auch noch zu überhängen, mit seinen Freunden vom Zeitungsverlag, die auch bei dieser Veranstaltung ihn mit dem Fotografen begleiten und dann ein Foto machen, wo das Erscheinungsbild so aussieht, dass eben das Wahlplakat vom Herrn Bernlöhr über dem Herrn Hornauer seins hängt. Damit hat er noch 100% meines Werbeauftritts in Welzheim überhängt. Und dann noch, dass dieses Foto gleich wieder noch
vom Zeitungsverlag genau dieses Foto veröffentlicht wurde, wo er dann neben seinem Plakat, das über Mainz drüber gehängt wird, dass das öffentliche Erscheinungsbild ist, dass er diesen Platz am grünen Baum hat. Und so habe ich eine Studie die letzten 5 Wochen gemacht, seit ich auf Bürgermeisterkandidatur bin, wo ich mit Entschrecken festgestellt habe, dass ich es mit meinem ganz natürlichen Menschenverstand, was der Zeitungsverlag Weiblingen mit den Kommunalwahlen macht, professionelles, organisiertes, kriminelles Handeln sehe. Und wer ein bisschen wach ist, wer ein bisschen noch offen sehen kann, der sieht, was geschieht. Herr Pöschko hat in Brüderhausen mir als Bürger das Wort genommen, weil er bei seiner Monopolveranstaltung bin ich ihm als Bürgermeisterkandidat nicht zur Verfügung gestanden und auch am Montag nicht. Und deswegen habe ich auch mein Künstlergewand getragen, weil das für mich keine kommunalwahlrechtliche Anspruch hat, diese Veranstaltung, aber euch gegenüber den Eindruck erweckt. Und wer die Veranstaltung besucht hat, der erkennt, dass in den darauffolgenden Artikeln der Ablauf der Veranstaltung nicht wieder zu erkennen war. Zu meiner Person als Welzheimer. Mein Name ist Thomas Hornauer. Ich bin mit 6 Jahren nach Welzheim gekommen mit meinem Papa und meiner Mama. Die sind jetzt beide am Waldfriedhof bestattet in der Urne. Ich kann sagen, ich bin Welzheimer. Ich bin mit 24 nach Waltersbach, war 12 Jahre in Waltersbach und bin dann nach Bühlerhausen. War noch eine Zeit lang in Lorch in der Harmonie mit meiner Textildruckfirma und habe dann eine sehr erfolgreiche Berufskarriere gemacht als Unternehmer. Und ich kann sagen, ich bin in meinem Leben durch alle denkbaren Bevölkerungsschichten gegangen. Als 6-Jähriger bin ich nach Welzheim gekommen, meine Eltern haben die Stadtschenke gemacht, die hatten Arbeit Tag und Nacht und ich war ein Straßenkind auf mich gestellt. Ich habe Schule geschwänzt, die 1. Klasse gleich 2-mal gemacht. Ja, und trotzdem hat Welzheim mich geprägt, das ganze Leben. Und dann habe ich mit dem Motorradclub Welzheim mal die eine oder andere Veranstaltung, unter anderem das große Motorradtreffen am Eichstruder Stausee draußen gemacht. Ich habe drüber in der Eugen-Holli-Halle viele Veranstaltungen, Discos gemacht, auch mit der Firma Kreiner und mit den ortsansässigen Firmen habe ich mal eine schöne Modeschau in Welzheim organisiert, wer sich vielleicht noch erinnern kann. Und viele Jahre bin ich einmal im Jahr auch nicht nur zum Mittagessen im Boom, sondern am Straßenfest dann abends im Keller vom Grünen Baum noch mit der Gitarre für euch gespielt. Als ich mit dem Motorradclub zusammen war, mit den ganzen Bauern, da habe ich eigentlich fast jeden handwerklichen Beruf gelernt. Mit dem Schmali haben wir eine Zimmermannsfabrik in Esslingen abgebaut und am Schmerleberg haben wir sie wieder zusammen aufgestellt. Wir haben Autos umgebaut, ich habe beim Helm in Burgholz fast auf dem Bauernhof alle Berufe ausgeübt, die man auf dem Bauernhof anfangen kann, von Holzfäller, Schnapsbrenner, mit dem Acker rumdrehen. Also habe da alle Schichten erlebt, durch die Gastronomie habe ich viele Menschen erlebt, von 24 bis 32. Als ich dann beruflich sehr erfolgreich wurde im Telefonie-Business, habe ich die ganzen Unternehmerschichten kennengelernt. Als ich dann den Landessender Baden-Württemberg aus der Insolvenz kaufte, durfte ich lernen, dass unser Staat in sich selbst strutzdummisch, aber perfekt funktioniert. Wirklich, das Lob muss man auch. Es ist
hohe Intelligenz und die deutsche Behörde ist weltweit berechtigt ein Vorbild, weil sie mit der höchsten Intelligenzstruktur versehen ist. Aber momentan haben wir nur einen selbst funktionierenden Apparat. Und durch die Gewohnheit habe ich auch in Bühlerhausen bemerkt, dass die Gewohnheit und die Selbstverständlichkeit in dieser Kommune zur Seuche wurde. Sie aufzudecken, tut den Menschen weh. Wenn ich sie heute nicht berühre, so stark, dass sie am 10., wie viel haben wir hier, 400 Leute vielleicht, nicht einmal, 200 Leute vielleicht hier im Saal heute, noch die Hälfte vom Montag, bei 8000 Wählern ist bis heute schon durch die Manipulation des Zeitungsverlages sicher, dass der Herr Berner bestimmt 70-80% bekommt. Also 90, ja, das ist die Prognose. Deswegen kann ich nur eins sagen, ich muss gucken, dass jeder von Ihnen, jeder Einzelne Aufklärer wird die nächsten 10 Tage, was hier wirklich läuft. Ob ich das schaffe mit Ihren Fragen meiner Redezeit, das weiß ich noch nicht. Aber ihr müsst wissen, für Welzheim, wir haben 1000 Arbeitsplätze verloren von ATB. Wir brauchen Arbeitsplätze. Wir müssen Welzheim, diese Insel, in eine neue Selbstwirtschaftlichkeit führen. Und da sehe ich gerade im Bereich moderne Altersversorgung, moderne Altersresidenz am wichtigsten. Mit der größte Arbeitgeber in Welzheim ist das Bedel nach Christian Bauer. Und gerade mal, wenn ich dran bin, die 60er-Jahrgänge, dann wird es ein richtiges Thema. Welzheim ist geeignet als Luftkurort. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren die Fläche von Welzheim Richtung Eichstruder Stausee hinaus, diese Fläche bis zur Kreuzstraße, zum Ebnissee, wo diese ganzen Monomaisfelder sind, dass wir dort eine parkähnliche Landschaft schaffen für Altersresidenz, wo die Menschen aus Stuttgart und Umgebung den Welzheimer Wald ökologisch als Naherholungsgebiet erleben, um dort diese Region in einer Wirtschaftlichkeit zu halten. Ich sehe den Markt für Welzheim nicht unbedingt nur noch in der Industrie mit Arbeitsplätzen, sondern dass wir eben Menschen ausbilden, die gerade in der Altersversorgung und im Residenzbereich die Wirtschaftlichkeit haben. Sonst hätten wir ja nicht schon das Bedel als stärksten Arbeitgeber. Also da sehe ich ein großes Potenzial gegenüber Unternehmern. Ich möchte auch sagen, dass er das jetzt mit seinem Alter noch nicht kann. Mit der Studie als Einweihungswissenschaftler würde ich sagen, man sollte sowieso erst mal mindestens 52 Jahre Altersreife haben, damit man die Erfahrung hat, eine Gemeinde als Bürgermeister zu führen. Meine persönliche Meinung, die aber schon auch wissenschaftlich fundamentiert ist. Und um Industrie anzusiedeln, sehe ich mich als den wesentlich besseren Bürgermeister für Welzheim. Einen guten Verwalter ist nicht so relevant. Das Rathaus ist sowieso gut organisiert. Das ist wie eine Buchhaltung, das sind Standardberufe, das sind Vorschriften, da gibt es Paragraphen. Aber wir wissen, also in Bühlerhausen sagen sie nicht mal mehr Bürgerparkplätze, sondern das sind schon Kundenparkplätze. Ein Rathaus ist ein Geschäftsbetrieb mit Millionenumsatz. Und ich kenne Geschäftsbetriebe unterschiedlicher Natur mit Millionenumsatz und habe die alle, auch den Landessender Baden-Württemberg, der mit 60 Millionen Euro Investition weit verschuldet war, in Kürze als Outsider in der Branche durch das interaktive Fernsehen in schwarze Zahlen geführt. Und das werde ich auch mit Welzheim machen. Ich werde Welzheim
in eine Wirtschaftlichkeit und in ein neues Aufblühen führen. Und dann brauche ich eure Stimmen. Und zwar nicht als Kreuz jetzt, sondern dass ihr den anderen 7500 erzählt, das, was dieser Monopolist, diktatorisch und Zeitungsverlag noch gesponsert von einer Werbeagentur in die Fahrpläne sind, wo auch die Sache genauso in Rudersberg gelaufen ist. Ne? Also ich bin der Meinung, man sollte das ordentlich machen, und ich weiß nicht, ob Sie auch die Firma Spirit Communication beschäftigt haben oder eine Tochterfirma von denen, damit sie den Wahlkampf gewinnen. Ich könnte mir es leisten, so eine Firma oder eine andere zu engagieren, aber ich tue es nicht. Ich nutze hier mein Wort und meine Möglichkeiten, dass, wenn ich auch nicht Bürgermeister von Welt sein werde, aber wenigstens mal manipulative Kommunalwahl sichtbar mache, dann habe ich schon gewonnen, so wie ich auch in Blüderhausen nur den Anspruch hatte, eine hohe Wahlbeteiligung zu erreichen. Und das ist mir gelungen. 8 Jahre davor waren es 29% Wahlbeteiligung. Mein Erfolg ist 27%, nämlich ist bis auf 57, also sogar 28% höhere Wahlbeteiligung. Und ich habe die Kommunalwahl wieder attraktiv gemacht. Und man hat sogar dann den gewählt, den ich sagte, wieder den Herrn Schaffer. Weil ich habe gesagt, ihr wollt sowieso keine Veränderung, also dann wählt den Herrn Schaffer. Wenn ihr aber wirklich in Welzheim was bewegen wollt, dann wählt mich und nicht den Herrn Schaffer. Und es reicht nicht, wenn ihr mich wählt. Entschuldigung, nicht den Herrn, habe ich mich versprochen. Und nicht den Herrn Berlöhr. Ja. Dann wählt mich, aber ich schaffe es auch nicht, wenn nicht jeder von euch ca. 15 Leute in den nächsten 10 Tagen gegen die Meinungsmache des Zeitungsverlags aufweckt. Und da bin ich gespannt. Ich kann nicht verlieren, ich kann nur gewinnen. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hornauer, für Ihre Vorstellung. Wir kommen jetzt zur Fragerunde, und ich darf die Besucherinnen und Besucher bitten, Ihre Fragen an den Kandidaten Thomas Hornauer zu richten. Bitte kommen Sie ans Mikrofon und stellen Sie Ihre Frage. Gibt es Fragen? Ein junger. Hallo, mein Name ist Fabian König und ich hatte halt die Frage. Dein Name ist wie? Fabian König. Okay. Und ich hatte halt die Frage, weil Sie jetzt nichts zu schulischen Sachen angesprochen haben, ob Sie auch die Schulzentren modernisieren wollen und renovieren, ob Sie da was vorhaben. Also der Anspruch kommt bestimmt dann von der Schulbehörde oder von der Schule selber. Ich denke, die Alternative der telemedialen Lebensschule, die ich mit den telemedialen Freunden in den vor 10 Jahren infolge vom Kinderkanal gegründet habe, ist ein ganz wichtiger Bereich, in dem der soziale Umgang von Schülern untereinander und miteinander und in denen das künstlerische, kreative Schaffen und Entfalten eine wichtige Rolle spielt, für mich ein großes Thema ist, was ich fördern möchte.
generell so weitläufig wie möglich, am liebsten auch bundesweit, weil ich es auch damals schon bundesweit getan habe. Aber die Offenheit dafür, sich mit ganz neuen Denkstrukturen auseinanderzusetzen, ist die Voraussetzung. Und deswegen ist heute auch wichtig, dass wir wissen, wenn ein 15-Jähriger heute oder ein 16-Jähriger heute wählt, ihr Eltern, entscheidet ihr, ob die Tür auf oder zu ist, die nächsten 8 Jahre sind die Weichen gestellt, ob ihr einen unternehmerischen, krafttreibenden Innovator, der unabhängig ist, das Vertrauen als Bürgermeister gibt, oder einen Bürgermeister, der für seine Kandidatur mit Zeitungsverlage in den Arsch kriegt. Ganz einfach Tacheles. Vielleicht wähle ich gerade nicht die feinsten Worte, aber ich denke, man muss auch mal das Kind beim Namen nennen. Und da sehe ich den Fokus drauf. Man muss den Fokus auf das legen, was man will. Und man kann nicht nur sich von Silhouetten permanent blenden lassen, sondern man muss wirklich schauen, wo ist die Substanz. Und das, was ich in die Hand nehme, das wächst und gedeiht. Das habe ich bewiesen in allen meinen Jahrzehnten. Unter schwierigsten Voraussetzungen, Dorfkneipe in Walgersbach. Ich war erfolgreich. Das war die Antwort, Herr Hornauer. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Bitte kommen Sie ans Mikrofon, stellen Sie Ihre Fragen an den Kandidaten Hornauer. Wie lange warten eigentlich? Die waren ungefähr 20. Ja, also Benjamin Helf, mein Name. Zuallererst bedauern wir Wähler natürlich, dass Sie im Zwist stehen mit dem Kandidaten Bernlöhr und im ZVW. Sie haben natürlich auch eine schöne berufliche Vorgeschichte, aber was uns Wähler hier interessiert hat an dem Abend, ist natürlich, was Sie für Punkte oder was für ein Wahlprogramm Sie haben. Sie haben jetzt 2 Punkte ungefähr angerissen mit der Pflege bzw. Erholungsort, Luftkurort und der Führung der Verwaltung wie im Geschäft, aber das komplette Wie hat gefehlt. Deswegen sind wir heute Abend ja eigentlich da. Ja, ich habe vor Brüderhausen schon ein großes Wahlprogramm gehabt. Ich habe letztendlich das Heft nie in den Druck gebracht. Ich habe für mich entschieden, was Wahlkampf bedeutet, dass ich in erster Linie auch nicht über Projekte und Sache gehe. Da hat der Bürgermeister seinen 8 Jahren schon begleitet, sondern ich nehme die Situation, wie sie sich ergibt, jetzt. Was ist am Montag geschehen? Was ist passiert? Was passiert jetzt hier? Und ihr sollt wissen, mit welcher Person ihr es zu tun habt. Denn die Person, der Bürgermeister, ist der Kopf, der die Gemeinde verkörpert. Daher sind für mich in diesem Moment Projekte konkret zu beschreiben, nicht möglich, weil ich das zum falschen Zeitpunkt tun würde, da ich keinen Politiker habe, der Konzept bin, der irgendwelche Konzepte verkauft, die glaubwürdig klingen, werde ich erstmal schauen, was ist der Stand der Dinge und wie kann ich dann eine organische Veränderung in die nötige Richtung geben, dass wir aus der kapitalen monarchischen Gewaltunterdrückung, wo wir in einem Gefängnis von unsichtbaren Gittern leben, ohne dass wir es bemerken, weil wir uns in der Selbstverständlichkeit daran gewöhnt haben. Und ich würde Sie gerne richten hören. Also Sie sagen dann heruntergebrochen, Sie wollen spontan in die 8 Jahre gehen. Es sind 3 Monate Zeit nach der Wahl, bis der Amtsantritt ist, dass ich dann auch mein
neues Leben sozusagen umstellen kann und regeln. Und auch in diesen 3 Monaten werde ich dann, so wie wenn man auch in einen Betrieb reingeht, erstmal alles fassen. Ich kenne die Beschlüsse der Gemeinderäte nicht, ich weiß nicht, welche Verträge sind geschrieben, ich weiß nicht, kann ich den Rossmann noch stoppen oder nicht, oder ist es wichtig, dass man 30 Minuten über Rossmann redet, was schon entschieden ist, wie letzten Montag, oder nehmen wir wirklich mal die Dinge aufs Korn, die wesentlich ist. Aber eine wesentliche Richtlinie, die ich auch schon am Montag gesagt habe, es wird oft über Gemeinderäte oder über Taktiken Dinge an den Bürgern vorbeigeschafft und vorbeigezogen. Und das gefällt mir als Mensch prinzipiell nicht. Also ich würde heute im Internet, wir haben auch nachgeguckt, wir sind der Auffassung, dass wir hier diese Sendung live streamen müssten. Dass diese Sendung nicht live gestreamt wird, ist für mich auch noch eine zu konservative Einstellung, an die Welzheim gewöhnt ist. Mit einem jungen Bürgermeister wie Herr Bernlöhr hätte er den Gemeinderat und seine Verwaltung schon längst auf einen frischeren Standpunkt bringen können, dass jetzt noch 8.000 oder 10.000 Leute zu Hause das im Stream verfolgen können, nämlich die, die jetzt gerade bei der Erkältungswelle erkältet sind, oder eben viele Ältere, denen es gar nicht möglich ist, hierher zu kommen, ist doch gar nichts dabei, wenn so viel wie möglich Menschen die Chance haben, den neuen Bürgermeisterkandidaten kennenzulernen. Jetzt ist es hier runter, wieder ein paar Leute hätten wir auch in die Holy-Halle bringen können. Da hätten wir dann ein bisschen noch einen feierlichen Rahmen gehabt. Dankeschön. Danke auch. Weitere Fragen? Sie haben noch Gelegenheit, Fragen zu stellen? Komm schon, entspannen. Ja gut, Sie müssen dann doch recht zügig kommen. Es gibt ja... Wir haben Zeit. Ja, nicht unendlich, aber es kann ja auch ein Zeichen sein, dass keine Fragen mehr bestehen. Wie viele Minuten sind noch von den 30? Also wir haben noch 20 Minuten. Ja gut, wenn keine Fragen, 5 Minuten über Fragen, wenn keine Fragen mehr gestellt werden, dann... Eine hochqualitative Frage, da kommt ja schon der Nächste. Richtig, genau. Ja. Wenn keine Frage, dann frage ich nochmal, mein Name ist Franz Leinbach. Sie hatten bei der Vorstellung am Dienstag gesagt, Sie wären auch bereit, mit Ihrem ganzen Unternehmen sozusagen sich in Welzheim einzubringen. Das war eigentlich ein ganz interessanter Aspekt. Stehen Sie da noch dazu, oder? Ja, meine Unternehmen von Pilderhausen nach Welzheim umzusiedeln, ist für mich, nach dem, was ich da so, wie ich das in Pilderhausen erlebt habe, sowieso ein persönliches Ziel geworden. Ob ich es und wie schnell ich es schaffe, meine Immobilien zu verkaufen, hier neue Immobilien zu finden. Aber ich glaube, dass es für Welzheim sehr gut sein wird und dass ich schon für mich, also ob ich nach Welzheim raufziehe, ich habe einen sehr aufwendigen Palast individuell gebaut, ob den jemand kauft und ich mir dann wieder ein anderes Gebäude baue, das steht noch in den Sternen. Aber man fährt von Brüderhausen nach Welzheim in 20 Minuten. Aber die Umsiedlung der Unternehmen, ich wollte das Thema auch gleich angreifen, ich bin aufs Rathaus zum Herrn Bernlöhr, aber er meinte, dann lassen Sie da uns erst nach dem Wahlkampf drüber reden, weil der ist natürlich für ihn wichtiger, für mich ist natürlich das Geschäft wichtiger gewesen, für mich ist der Wahlkampf sekundär. Ne? Ja, danke. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Mein Name ist Alexander von Kreilsheim, ich bin Unternehmer hier in Welzheim und wir stehen im Moment vor dem Problem, dass wir uns vergrößern wollen, dass wir uns erweitern wollen. Wir sind vor 5 Jahren zurück nach Welzheim gekommen und das Problem kommt jetzt, dass es gar keine Fläche mehr gibt. Und ich sehe halt, dass viele Unternehmer natürlich hier hochgekommen sind, wie mir auch,
Und wir können uns aber nicht erweitern, wir müssen uns erweitern, einfach, dass man wirtschaftlich bleibt, dass man weiterkommen kann. Und da ist die Frage, wie das von Ihrer Seite aus, wie sowas gefördert wird, auch als Unternehmer. Natürlich, was geht, ganz klar. Also mit mir haben Sie den Unternehmer, und ich sage das nochmal, nur mit den Unternehmern kriegen wir den Wohlstand in Welzheim gehalten. Nur über Unternehmer schaffen wir Vielfalt in Welzheim. Nur über Unternehmer schaffen wir Arbeitskräfte, und wir müssen auch dafür sorgen, dass es den Unternehmern hier Spaß macht, und sich zu entfalten, denn die haben ja den Mut zu investieren. Das ist doch eigentlich leichter, direkt unten an der Bahnstrecke eine Firma zu haben, da kann ich viel leichter Arbeitsplätze kriegen. Also hier in Welzheim, da muss man sich doch mal für jeden Arbeiter, Arbeitgeber, der zu einer Insel hochkommt, erstmal Danke sagen, und dass der hier hochkommt und Arbeitsplätze schafft und die Wirtschaftlichkeit nach oben bringt. Ne? Deswegen, ich bin sicher, wir brauchen in Welzheim viele neue Märkte, neue Berufe, und ich habe, glaube ich, schon über 100 neue Berufe geschaffen. Circa 100 Menschen sind durch mich auch Millionär geworden, die Ideen von mir übernommen haben oder durch Partnerschaften Geld verdient haben. Das ist einfach meine Natur. Wirtschaftlichkeit, aber nicht diese korrupte Wirtschaftlichkeit, sondern ich bin erfolgreich, weil ich in Walkersbach gelernt habe und von meinen Eltern gelernt habe. Wenn ich dem Kunden ein ordentliches Produkt gebe, dann spricht sich das von den Leuten um. Wenn ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis habe, dann trägt sich das Produkt von den Leuten. Ein eBay muss Kohlwerbung machen, ein Google muss Kohlwerbung machen, ein Thomas Hornauer muss Kohlwerbung machen. Ich stehe für Qualität. Ja, lauter Klatsche. Und ich stehe für Welzheimer geprägte Qualität, und die nochmal 12 Jahre in Walkersbach extrem dressiert wurde. Ne? Also wirklich in Walkersbach zu überleben als Wirt, das ist Überlebenskunst, wirklich. Aber final, ihr wisst nicht wirklich alle, wie ich tick. Ich habe das, weil ich immer den Anspruch habe, meinen Kunden das Beste zu geben, und Kundenzufriedenheit hat mir meine Kunden in der Treue gehalten und ist heute noch mein Erfolg. Und das wird sich bei mir durchspiegeln. Heute habe ich die Reife, ich liebe Kulturen zu entwickeln. Außerdem, ich tue es ja schon, ich habe ja schon in Thailand eine Fläche gekauft über eine Firma mit Treuhändern, mit denen ich zusammen Paradise Valley, ein spirituelles Dorf, aufgebaut habe. Also ich verwirkliche mich schon auf dieser Ebene. Und eben die neue Ebene, wie eine Kultur im neuen Bewusstsein, in diesem Zeitgeist wirklich auflebt, da bin ich der Altmeister, weil ich die Themen immer bekleidet habe. Und diesen Spagat, warum habe ich den Zugang zur Jugend? Weil sie mich hören, ja? Weil ich sie höre, weil ich sie verstehe. Und das ist ein ganz logischer, normaler, gesunder Menschenverstand. Die Selbstherrlichkeit, in der Herr Peschko das Fürstentum seines Verlegers aus Stuttgart, der jetzt schon die Stuttgarter Zeitung mit der Stuttgarter Nachricht zusammengelegt hat, dass wir hier in Deutschland kein Unternehmen mehr haben, kein Medienunternehmen existiert in Deutschland, das nicht politisch ausgerichtet ist. Das müsst ihr wissen. Die Nachrichten, die ihr hört, die sind alle ausgerichtet und zensiert. Und prüft mal nach und lest die Zeitung 2-3 Mal. Die Zeitung lügt, was die Balken biegen. Und wer mit denen ins Bett geht, der ist selber schuld, der tut es. Und ich habe den Herrn Bernler gesagt, geh zu dem nicht auf die Bühne. Die 5 Minuten Antwortzeit sind jetzt zu Ende auf diese Frage. Ich spreche nur noch meinen Satz zu Ende. Bitte schön. Ich habe ihn gewarnt und habe gesagt, geh nicht zu dem auf die Bühne. Er hat es getan. Ich habe gesagt, in dieser Angelegenheit lasse ich den Hammer von Tor kreisen, und wer in dem Schwungkreis drin ist,
der hat Pech gehabt und er hätte es besser nicht getan. Dankeschön. Bitte. Gibt es weitere Fragen? Ich warte noch 10 Sekunden. Oder 20. Und fordere dann nochmal auf, Fragen zu stellen. Fragen Sie, ist wichtig. Ich sehe aber keine Reaktion. Daraus schließe ich, dass keine Fragen mehr bestehen. Falsch. Ich bin der Moderator. Wenn keine Fragen mehr bestehen, dann können wir weiterkommen bzw. zu Ende kommen. Jetzt ist wichtig. Ich moderiere, Herr Mauer. Letzte Gelegenheit. Wie gesagt, ich sehe keine Reaktion im Publikum. Es erhebt sich niemand, es meldet sich niemand. Von daher ist die Fragerunde beendet. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Hornauer, für Ihre Vorstellung, für Ihren Beitrag. Und ich bitte Sie, dann sozusagen von der Bühne wieder runterzugehen. Ja, liebe Welzheimerinnen und Welzheimer, verehrte Gäste, wir sind damit am Ende der heutigen Bewerbervorstellung angelangt. Ich danke Ihnen allen für Ihren Besuch, den Bewerbern, auch in Abwesenheit für Ihre Vorstellungen, meinen Kolleginnen und Kollegen von der Stadtverwaltung, die heute bei der Vorbereitung und Abwicklung des Abends mitgewirkt haben, auch ein herzliches Dankeschön. Und meine Bitte und mein Appell zum Schluss an Sie alle, gehen Sie selbstverständlich am 11. März zur Wahl. Stärken Sie mit einer möglichst hohen Wahlbeteiligung den oder die künftigen Bürgermeister, Bürgermeisterin und damit die Stadt Welzheim selbst. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, einen guten Nachhauseweg und ein erholsames Wochenende. Dankeschön.